finde die Leute einfach scheiße. Ich finde viele Leute scheiße in der Rap-Szene. Und ich sag's einfach. Und es gibt keinen in Deutschland, der bei dieser Dreier-Kollaboration irgendwie es besser wissen würde, wie das funktioniert, als wir drei. Ihr Hurensöhne, stirbt vor Neid. Ich habe so viel Geld gemacht, ich habe so viel erreicht in meinem Leben mit eurem Neid. Jeder Neider, der das gerade sieht, du Hurensohn, fick deine Mutter. Ich glaube, Asozialer Marokkaner ist ein Album, wo, wenn das raus ist, da werden die Leute definitiv eine Nachfolge hoffen. Wir sind hier mit 16 Bars. Ich bin Steph. Wir sind hier tatsächlich im Filmpark Babelsberg. Mein erstes Mal heute. Dein auch das erste Mal, dass du hier warst, ne? Ja, ich bin heute auch zum ersten Mal hier und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, wir machen ja immer wieder spezielle Sachen tatsächlich und da muss ich aber sagen, freue ich mich immer wieder, dich zu sehen, weil das Dojo-Ding war ja total witzig, das war jetzt auch sehr verrückt. Ja, auf jeden Fall. Also das war echt heute ein schöner Ausflug damals mit dem Dojo. Vielleicht können wir beim nächsten Mal Kamasutra oder sowas machen. Nein. Okay, dann nee. Ist tatsächlich kein Kamasutra ist geplant fürs nächste Mal. Wir wissen ja auch gar nicht, wann wieder ein Album von dir kommt. Wir machen das ja immer nur natürlich zu deinen Releases. Und tatsächlich droppt ja jetzt in 2 Tagen dein Album, Asozialer Marokkaner. Und da finde ich zum Beispiel den Titel sehr interessant, weil ich denke mir, asozial ist etwas sehr Negatives. Ja. Wenn man sagt, jemand ist asozial oder ne, das ist ein sehr negativ konnotiertes Wort. Und du hast es aber jetzt genommen und sagst asozialer Marokkaner und benutzt es nicht als etwas Negatives. Warum? Weil es ist ein geiler Name. Ich fand ihn geil. Das ist ein Klassiker für meine Rap-Fans, die, wenn sie asozialer Marokkaner hören, die richtigen Fans, die seit Tag 1 dabei sind, die können da schon mit der Wortkreation was anfangen. Und dementsprechend haben wir es so genannt. Wann wurdest du das letzte Mal so bezeichnet? Das letzte Mal zur Echo-Debatte 2018 von der AfD. Alice Weidel hat so ein großes Plakat damals gemacht. Und dementsprechend habe ich gedacht, komm, weißt du was, bereicherst du dich mal an der Dummheit dieser jungen Frau, wäre jetzt da bescheiden ausgedrückt, dieser älteren Dame. Also du hast auf jeden Fall diese Bezeichnung genommen, es zu deiner eigenen gemacht und jetzt ist es sogar einfach dein Albumtitel. Hammer. Es ist jetzt mittlerweile das 9. Soloalbum 9. und 3 Kollabo-Alben habe ich. Ich hatte, nachdem du das Snippet released hast, habe ich eine Instagram-Story von dir gesehen. Da warst du enttäuscht, dass du keine Anrufe bekommen hast wegen dem Snippet. Was bedeutet dir Wettbewerb in dem Kontext? Weil was passiert, wenn du die ganze Zeit Leute disst und einfach niemand mehr mitmacht? Ach, die Leute brauchen keine Angst zu haben. Also das ist auch viel sportlich. Wenn Monet mich disst, der kann mich dissen. Also der braucht jetzt nicht Angst zu haben, dass ich ihn auflaue oder auf die Fresse haue oder irgendwie sowas. Das würde ich niemals machen. Und klar, das ist Wettbewerb. Keiner disst, weil keiner schreibt das selber. Ne? Also die können ja auch nicht schwer, kann ja schwer einer drauf reagieren. Du hast ja immer mehr Leute, die das schreiben, die wollen das vielleicht auch nicht schreiben. Ich weiß es nicht, was ist. Und wenn, dann kann einer dissen. Also wie gesagt, ich würde mich freuen. Ja, aber das ist ja, also ich habe immer das Gefühl, du suchst so Gegner, du suchst die Herausforderungen, zumindest lyrisch, da einfach mal so gegeneinander anzutreten. Aber irgendwie habe ich den Eindruck. Nee. Also die Herausforderung suche ich ja nicht. Ich glaube mal, wenn ich jetzt Namen wie Bad Moms J oder Monet jetzt, die da gefallen sind, was soll ich mich mit denen herausfordern? Die machen keine Battle Raps, die schreiben keine Texte selber. Ich suche mir eine Schwächere raus, um die herauszufordern. Ich finde die Leute einfach scheiße. Ich finde viele Leute scheiße in der Rap-Szene. Und ich sag's einfach. Und ich möchte mich ja so frei machen und einfach das so einfach rauslassen, wenn ich einen Scheiß finde. Dann fühle ich mich einfach ein bisschen besser. Also das ist deine persönliche Verarbeitung der Frustration mit der aktuellen Szene? Nein, Frustration habe ich auch nicht, was die Szene macht. Also da sind junge Leute und ich wünsche denen auch Erfolg. Ich möchte jetzt nicht, dass ein Monet keinen Erfolg hat oder so, um Gottes Willen. Ich habe einfach eine geile Punchline beim Texte schreiben und wenn ich die lustig finde, dann soll die raus. Das ist auch nichts Persönliches oder irgendwie, dass die Leute denken, ich hasse die oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach asozial. Du hast ja jetzt gerade auch gesagt, dass es ja auch irgendwo ein Stück weit darum geht, dass die Leute
tatsächlich auch nicht ihre Texte schreiben selber. Man differenziert ja in der Szene mittlerweile zwischen Performing Artist und Artist. Ne? Das ist ja diese große Unterscheidung. Ich sehe bei dir, jetzt seit Monaten hast du ab und zu mal gepostet zu deinem eigenen, zum Notizbuch, wo du selber geschrieben hast. Warum ist dir das persönlich so wichtig, das zu zeigen und dass du das selber noch machst? Also prinzipiell ist es mir jetzt nicht wichtig. Jeder kann machen, was er will, ne? Das ist erstmal so. Ich bin jetzt hier auch nicht der Rap-Vater oder so, der da vor der Tür steht und sagt, du bist Rap, du nicht, du das, du nicht, ne? Aber es ist für mich wichtig, einfach zu zeigen, dass ich einer der Besten bin und dass ich das selber schreibe. Das ist immer eine gute Sache, weil ich halt ein sehr guter Schreiber bin. Ich habe immer witzige Punchlines, ich habe immer geile Punchlines. Und ich lege da halt Wert drauf. Das ist eine Leidenschaft, die ich in mir habe, dass ich gerne Texte schreibe, sagen wir es mal so. Ihr habt ja auch das Label. Was würde dich das stören, wenn jemand, den du potenziell siehst, Talent hast, wo du denkst, er hat Talent, aber er nicht selber komplett schreiben kann? Könntest du so jemanden sein oder eher nein? Ey, na klar, theoretisch schon, ne? Und ich habe auch schon Leute gesigned im Management, die auch keine Texte geschrieben haben, ne? Das ist jetzt geschäftlich und da ist diese Doppelmoral, sag ich mal. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich die als Künstler gut finde. Ich finde echt wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel Scheiße und ich kenne vieles auch gar nicht, ne? Also wirklich, kenne gar nicht. Ihr habt es eben gesehen, wir haben uns unterhalten, habt ihr mir alles so gesagt, was die Leute so gerade hören, so diesen Berliner Untergrund. Ich kenne den gar nicht. Ich kenne, ehrlich gesagt, von den wenigsten Rappern so wenig Musik, dass, weil ich mich gar nicht damit beschäftige, sondern ich gucke mir die Typen einmal an und dann weiß ich, ey, der ist scheiße oder der ist cool oder der ist nicht oder der ist das. Und findest du das nicht ein bisschen unfair gegenüber der neuen Generation, dass du es dir gar nicht, noch nicht mal erst anhörst oder nicht mal so? Das ist gar nicht auf Negativen gemeint. Also da sind auch Leute, die gut sind mit Sicherheit. Das meine ich gar nicht so negativ, sondern ich bin einfach, dass ich mir das gar nicht so, so daran interessiert bin, weil ich so viel Müll da in den letzten Zeit aufgesaugt habe, dass du da gar nicht mehr so dieses Engagement aufbringst, so, weißt du? Aber insgesamt, ich sage nicht, da sind auf jeden Fall auch sehr gute Leute dabei. Das muss ich auch sagen. Auch wenn ich einen Rapper disse, der muss jetzt auch nicht zwingend irgendwie schlecht sein oder irgendwie sowas. Also vielleicht ist er auch gut. Meine Meinung ist schlecht. Ich glaube auch, dass nicht jeder Mensch, der große Farid Bang-Fan ist oder für viele, das einfach auch vielleicht zu hart ist, was ich auch mache. Aber das ist okay, damit lebe ich. Also ich denke, eine Sache, die ich sehr schwierig finde aktuell mit der Szene, ist, dass es einfach so viel gibt. Mhm. Ne? Und es ist sehr schwer für Leute, da herauszustechen oder mir positiv aufzufallen. Das ist so dieses Ding, was ich habe. Es ist halt gefühlt jetzt jeder irgendwie Künstler oder bezeichnet sich als Rapper. Und das ist halt sehr schwierig für mich, da dann zu irgendwie da durch mich durchzuwuseln und etwas zu finden, das mir gefällt. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen, dass du dann einfach sagst, boah, ich habe gar nicht mehr die Kraft dazu, da durchzugucken. Tatsächlich ist es aber dann so, dass ich denke, viele Menschen zu dir aufgucken und sich halt fragen, was sie machen können als Newcomer, um irgendwie zu funktionieren. So. Also woran denkst du, scheitern die meisten mittlerweile? Die meisten Newcomer, woran die scheitern? Weil die einfach, das ist ein kurzes Abenteuer für viele Leute. Die haben einen Hit und dann siehst du die nie mehr wieder. Du hast Leute vor 2 Jahren, die du ganz oben gesehen hast, wo die jetzt eigentlich gefühlt tot sind, sage ich mal musikalisch. Wie beim Pop früher ist das so. Das erinnert mich total am Pop, so diese One-Hit-Wonder. Die hast du jetzt auch im Rap. Weißt du, es gibt Leute, die haben einen Song, die haben einen Hit gemacht und haben dann nie wieder mehr irgendwie, oder haben dann kein Fundament, haben nichts, haben keine Fanbase, sondern die haben diesen einen Song. Viele Rapper hast du, wo man ihren Song feiert, aber keiner den Künstler feiert. Das hast du ja auch total häufig. Dieser Personenkult, der ist nicht mehr so da, weil die halt keine Figuren auch sind. Ne? Vielleicht sind viele melodiöse Musiker, aber weder Figuren noch irgendwie Entertainer oder noch irgendwas anderes zu bieten, außer vielleicht eine catchige Melodie oder sowas. Was denkst du, ist der Grund für deine Langlebigkeit in dieser Szene?
einer der Hauptgründe, dass man bis heute noch sich auf deine Alben freut und sie hört? Ja, zum einen eine Vielseitigkeit, History, und ich habe viel durchlebt. Der Fan weiß, wenn ich ein Album bringe, dann weiß der, dass da auch was kommt, dass ich auch was habe. Dass man hat da was, weißt du? Ich mache mir Gedanken drum, ich mache eine gute Promophase, ich bin präsent und ich mache natürlich geilen Rap. Die Leute wissen das. Wenn ich komme, dann wird gerappt auch so. Es gibt noch eine klassische Rap-Fans und die sind abseits von diesen ganzen Streaming-Zuschauern und Hörern und, die freuen sich natürlich. Ich mache lange Musik, habe eine Fanbase. Wir haben auch wirklich historische Alben gemacht, also Klassiker, Rap-Klassiker gemacht. Nicht einfach irgendwelche Alben oder irgendwas gemacht, sondern wirkliche Rap-Klassiker, wo die Leute damit echt viel verbinden und uns viel Liebe geben. Ne? Das darfst du nicht vergessen. In JBG3, das ist wahrscheinlich eines der größten Deutschrap-Alben in der Geschichte, vielleicht sogar das größte, ich weiß es nicht. Für viele wahrscheinlich das größte. Ich habe tatsächlich das mit diesem viel Liebe geben, habe ich gemerkt. Deine Community, deine Fans sind Hardcore-Fans auf jeden Fall. Das habe ich bei Rap-Battles sehen können. Da konnte ich ja noch nicht mal gegen dich gewinnen, ohne dass sie einfach behauptet haben, ich habe verloren. Die Liebe der Fans ist natürlich was sehr Schönes. Allerdings ist es oftmals auch sehr einengt, weil die haben gewisse Erwartungshaltungen. Und das Ding ist, du bist ein Vollblutkünstler. Du musst dich weiterentwickeln. Statik ist, glaube ich, etwas, das die Kunst kaputt macht und teilweise tötet. Weiterentwicklung ist das Wichtigste irgendwie, oder? Also vielleicht bist du ja anderer Meinung. Ich meine, ich bin kein Künstler, aber das ist halt immer mein Empfinden gewesen. Und ich hatte jetzt bei dem Snippet das Gefühl, dass du auf jeden Fall andere Flows, anderen Sound, anderen Vibe, hier mit Kyrie und Young Mesh wirklich was Cooles, auch Neues gemacht hast, das heute auf jeden Fall funktionieren kann. Was tust du, um dich da weiterzuentwickeln? Wo ziehst du deine Inspiration? Wie machst du das? Gehst du irgendwo hin, redest mit irgendwelchen jüngeren Leuten oder was machst du? Also zuerst einmal, so diese Statik, die die Fans fordern, ne, das ist ja auch viele Leute glauben immer, wenn ein Fan zu mir sagt, ey, wir wollen wieder den Alten oder oh, du musst wieder so rappen, dass das für mich irgendwie was Negatives ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist für mich was super Positives, weil das zeigt mir, wie vernarrt diese Leute in diesen Rap sind, den wir gemacht haben. Und diesen alten statischen Rap, wie wir den gemacht haben oder wie wir den mit erfunden haben. Ich habe es irgendwo gesagt, wir haben Gangster-Rap mit erfunden. Natürlich habe ich Gangster-Rap nicht erfunden in Deutschland, sondern der erste wahrscheinlich war Bushido, aber wir haben das mitentwickelt. So, weißt du, ein Kollege und ich, wir haben Wortwitz, wir haben Punchlines da mitgebracht, wir haben da wirklich eine Raffinesse da mit eingebracht. Und das bestätigt eigentlich so diese Statik, die viele Leute fordern, das bestätigt eigentlich, wie krass das ist und wie die verliebt da drin sind. So, weißt du, was für eine Liebe die da drin da rein haben. Bei dem Album, wir haben versucht, einfach geile Flows, wir haben auf Genki Dama haben wir gut geflowt und dieses Mal haben wir einfach Wert drauf gelegt, diese geilen Flows mit lyrisch anspruchsvolleren Texten, Punchlines, viel Wortwitz wieder einzubringen und wirklich wieder sehr, sehr viele alte Elemente da einzubauen, aber das Ganze so irgendwie fresh klingen zu lassen. Und das ist uns gelungen und ich glaube, Asozialer Marokkaner ist ein Album, wo, wenn das raus ist, da werden die Leute definitiv auf eine Nachfolge hoffen. Ach so, dass es vielleicht sogar eine Reihe wird? So Asozialer Marokkaner Teil 1, Teil 2. Wenn du das Album hörst, Steph, das ist wirklich ein geiles Album und da wird es echt sehr, sehr viel Spaß haben, wie ich gerne mit dir hätte. Ja. Sorry, jetzt war ich mal abgelenkt. Jetzt hast du mal abgelenkt. Ja, also ich habe, wenn man halt von berühmten Reihen spricht, hast du ja im Snippet auch tatsächlich das angeteased und hast gesagt, hey, JBG4, das überlege ich mir. Entschuldigung. Hattest du ja diese Line, wo du sagst, JBG4, das überlege ich mir. Und dann noch gesagt, dass eventuell mit San Diego sein könnte. Ich gehe in die Kommentare und zwar wirklich sehr gespalten zwischen, boah, geil, darauf freuen sich voll viele Leute, die können sich das voll vorstellen. Und dann aber auch mit, nee, das sollen nur du und Kollege sein, nee. Ja, das ist natürlich, wenn du den Namen Jung, Brutal, Gut aussehend hörst, ne, natürlich, du verbindest damit Kollega und Farid Bang. Und ich sag ja, unsere Fans, die sind so vernarrt da drin. Ich verstehe das auch. Die Leute denken immer, deine Fans,
ich verstehe das voll und ganz. Die lieben diese Sache. Wenn ich ein, was weiß ich, irgendwas mir anschaue von 50 Cent, wo ich auch ein Fan bin und den liebe, dann habe ich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Aber ich kann halt, also wenn er auch was Modernes macht oder was Cooles macht, dann finde ich es auch geil. In dem Fall, ich weiß nicht, klar, die Meinungen sind verschieden, aber es ist ja nur eine, wie sagt man, eine Theorie, aber Fakt ist, wenn wir Kollegen, Farid Bang und San Diego, dann hast du die drei oder drei der besten Rapper in Deutschland. Ich will nicht sagen die drei, es gibt viele gute Rapper. Wir haben PA Sports, wir haben SSEO, wir haben sehr, sehr viele begnadete, lyrisch starke Rapper. Aber auf jeden Fall, wenn du diese drei zusammen tust, dann muss der Zuschauer und der Fan nicht irgendeine Erwartungshaltung, also eine Erwartungshaltung, die sowieso unendlich, aber einfach Vertrauen. Ich erinnere mich noch, also jedes Mal, wenn ich ein Album mache, egal welches Album ich je gemacht habe, da war immer, ach, der Top, der schafft das nicht, ah, der macht das nicht. Bei meinem ersten Album hat es so angefangen, ah, was ist das? Dann Asphalt Massaker 3, ah, Jung Brutal Gut Aussehen 2, 3, Jung Brutal Gut Aussehen 1 haben damals Kollega-Fans meine Parts rausgeschnitten. Also ich habe die, mein ganzes Leben lang habe ich immer diese gespaltene Möglichkeit, aber ich bin der Kapitän und ich führe das Schiff und bis jetzt habe ich es gut geführt. Und ich glaube nicht, dass wenn wir so ein, so ein Dreier-Ding machen, dass das daneben geht, weil wir drei ganz genau wissen, wie Rap funktioniert. Und es gibt keinen in Deutschland, der bei dieser Dreier-Kollaboration irgendwie es besser wissen würde, wie das funktioniert, als wir drei. Daher, falls sowas kommen sollte, was ja nur eine These ist. Ich habe ja nicht. Es ist ja nur eine Line, es ist ja nicht. Ja. Es muss ja auch nicht Jung Brutal Gut Aussehen 4 heißen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur eine These, dass, wenn es passieren würde, das vorbei ist. Es geht nicht um den Namen oder das Gefühl, was du hast, sondern stell dir mal im Kopf vor, lyrisch, wie es lyrisch klingt, wie es vom Sound klingen würde. Und wenn du dir diese Vorstellung hast, dann wirst du schon sagen, oh, das ist ja ein Ding, das ist ja ein Ding, das pusht sich ja hoch. Wir haben die drei Künstler, wo keiner sagen will, der andere ist besser oder ich will der Schlechteste sein, sondern wo jeder alles gibt. Und ich sag mal, wenn du so ein Ding hast, dann funktionierst du. Und unter Druck funktioniere ich ja immer besonders gut. Ich musste jetzt gerade noch mal kurz in meinem Kopf mich ein bisschen so sammeln, weil ich einfach gemerkt habe, so, es sind fucking viele Alben. Es sind wirklich sehr viele Alben. Mhm. Hast du, dieses Schiff, hast du schon mal daran gedacht, wann du das nicht mehr fahren möchtest? Hast du dir das schon mal vorgestellt? Weil ich meine, ganz ehrlich, 9 Solo-Alben. Mhm. Wo, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, so, wie das, wann es irgendwann aufhört? So? Voll. Ich habe es mir oft vorgestellt, wie ich, wann es vorbei ist, ne? Aber ich bin immer noch gut in Form. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ey, ich versuche jetzt hier irgendwas mitzunehmen oder mein Flow klingt veraltet oder irgendwas, dann würde ich es aufhören. Aber du hast es gehört, wir haben, Kapi und ich haben einen Song gemacht und da war jetzt nicht irgendwie, dass ich da so wie, was weiß ich, irgendjemand, der aus einer anderen Generation kommt, da mit dem Rap, sondern das war schon eins und das hat gut funktioniert. Und das hat sich auch ergänzt, weißt du, das ist auch für Kapi ein geiler Song gewesen. Und solange ich das mitbringe und solange ich so diese Attitüde habe, da denke ich, ist noch lange nicht vorbei. Aber wenn es irgendwann vorbei ist, ist es vorbei. Wie sieht dein Vorbei aus? Haus am See? Irgendwo am Chillen? Boah, ich weiß es nicht. Ich würde wahrscheinlich nichts mehr mit der Musik machen. Gar nicht mehr, nicht mal Labelarbeit, nichts. Ich würde dann eher Security Management machen. Das ist ja normal, es gibt ja Management, ein Manager verdient 20% und Security Management 40-50%. Kannst du da machen, das ist ja momentan viel angesagter und teilweise sogar ohne eine Rechnung. Das heißt, du musst das nicht mal versteuern, sondern das Geld geht blank in die Tasche. Und das ist ja auch, was sehr, sehr viele Sprechgesangsartisten mittlerweile brauchen. Und ich sehe hier noch eine Mission. Ich sehe noch eine Mission im Rap. Die sehe ich allerdings nicht alleine und daher bin ich noch da, also ich bin noch voll präsent und sobald ich das Album fertig habe, mache ich erstmal einen Urlaub, aber
ich werde anfangen, Texte zu schreiben. Rap-Texte. So krass, du kannst damit nicht, du musst immer weitermachen, ne? Weil ich ein ehrgeiziger Typ bin. Ich bin ein ehrgeiziger Typ und ich sehe hier wirklich, dass ich, dass hier noch was gemacht werden muss. Verstehe ich. Du willst noch auf jeden Fall die Szene und Industrie beeinflussen. Ja. Es gab eine Zeile, die fand ich sehr cool. Wenn ihr mir nicht glaubt, rap ich am Lügendetektor. Was ist eine Sache, mit der du dich konstant selber belügst? Es gibt immer eine Sache, mit der man sich selbst belügt. Ich kann aber sagen, okay. Wenn ich in den Spiegel schaue und jetzt beim Training bin und sage, ja, boah, du wirst noch stärker, wenn du jetzt trainierst. Da belüge ich mich, weil es geht ja schwer noch stärker. Ne? Das ist definitiv eine Lüge, wo ich sage, das geht nicht. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ey, das muss ja nicht jetzt jede Frau auf mich abfahren. Das ist ja auch eine Lüge. Welche Frau will keinen muskulösen, berühmten, erfolgreichen, reichen, Richard Mille tragenden, Lamborghini Urus fahrenden Mann an ihrer Seite? Das ist eine Lüge. Weil jede Frau würde dich ehrlichen. Jede Frau würde sich ja nur eine von diesen Sachen wünschen. Und bei mir hast du direkt 7 in 1. Aber Steph, ich muss dich leider enttäuschen. Mit uns, das kann leider nichts werden. Ich habe schon 4 Frauen und eine 5. ist im Islam verboten. Okay. Tja, da habe ich halt Pech gehabt. Mit Geld kannst du dir Liebe nicht kaufen. Ich weiß, Mann, dass man es kann. Ich sehe es in ihren Augen. Glaubst du das wirklich? Definitiv, ich habe vieles gesehen. Nein, das glaubst du nicht wirklich. Doch, wirklich. Ich habe wirklich vieles gesehen. Also jetzt, abgesehen jetzt von diesem übertriebenen, frauenfeindlichen Scheiß, den ich immer laber, ne? Wirklich, jetzt Spaß beiseite. Ich habe echt harte Sachen gesehen. Und nicht nur ich, sondern die Medien zeigen sie euch jeden Tag. Die zeigen jeden Tag, was Sache ist. Wenn du alleine durch Dubai gehst, dann siehst du die hübschesten Frauen mit den ältesten Männern. Ich will das jetzt nicht sagen, dass eine Frau, die auf einen älteren Mann steht, dass das immer mit Geld zu tun hat oder was auch immer. Ne? Mit Sicherheit hat ein älterer Mann auch einen Charakter und eine junge Frau ist jetzt auch nicht irgendwie eine beeinflussbare Frau. Aber du hast es wirklich häufig, dass du solche Pärchen siehst und in der Medienwelt und. Da sieht man ja immer wieder solche Sachen. Du siehst es ja wirklich, wenn du auf Seiten gehst, wo sie, wie heißen denn diese ganzen Gesocks-Seiten, so Promiflash und wo sie der ganze Abschaum da ist. Da siehst du doch die ganze Zeit, was da für Dinge gedreht werden. Und daher, es ist nicht jetzt das, wonach ich strebe, aber es ist wirklich machbar. Ich glaube da nicht dran. Ich habe gedacht, du bist der Romantiker unter uns. Nee, Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt das so gut heißt, ne? Nee, darum geht es nicht. Aber du glaubst wirklich, dass das möglich ist, dass man einfach Liebe mit Geld kaufen kann? Also ich würde jetzt nicht sagen 100%, aber ich würde sagen, es ist sehr, sehr häufig verbreitet. Es ist sehr, sehr häufig, dass das der Fall ist. Es gibt sehr, sehr viele materialistische Menschen auf der Welt, die sage ich mal, zu Liebe oder zu Sex kommen. Das ist traurig. Ich krieg's ja auch selber mit, ich krieg ja auch selber solche Angebote und selber solche Sachen und. Wie reagierst du dann darauf? Da lehne ich immer dankend ab und ich will das nicht und das ist nicht so gut und ich bin nicht so einer. Ich habe irgendwo noch ein Video von dir, wie du versuchst, einen geschlossenen Saunaclub anschreist und versuchst da reinzugehen. Oh ja, naja. In den besten Zeiten hatte ich nur ein Wassereis, doch dafür konnte ich mich frei bewegen ohne Butterfly. Was ist eine Kehrseite zu diesem Lifestyle, die keiner kennt? Die Kehrseite ist der Neid. Wenn du Erfolg hast, dann hast du immer neidische Leute. Und gegen den Neid kannst du oftmals, wenn du zu groß bist, kannst du nicht dagegen angehen, außer mit Ignoranz. Das heißt, du musst oft bei Sachen, die dich vielleicht sauer machen und die dich vielleicht triggern, wie du jetzt sagen würdest wahrscheinlich, oder? Da muss man ignorant sein. Das heißt, es ist nicht mehr wie früher, wo ich irgendwo losziehe und jemanden auf die Fresse hauen kann oder will, sondern man muss sich oft einfach zurückhalten und einfach die Füße stillhalten und ignorant sein.
denn und mit Erfolg zurückschlagen? Tatsächlich Neid stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Sehr, sehr anstrengend. Kann ich aber verstehen. Klar, es ist nicht immer einfach zu sehen, wenn es jemandem gut geht, wenn jemand erfolgreich ist, wenn es bei jemandem läuft. Da machen die Leute, wie man sagt, immer Auge. Mhm. Ne? Hättest du jemals gedacht, dass das einer der größten Kehrseiten sein wird? Weil ich glaube, wenn man jung ist, denkt man sich immer, boah, ich werde irgendwann erfolgreich sein, ich werde irgendwann reich sein, ich werde irgendwann der Coolste sein. Und man versucht so irgendwie so, man stellt sich das sehr utopisch vor, wie es dann immer ist. Letztendlich ist es schon so ein bisschen dieses More Money, More Problems Ding, so wie Biggie sagen würde, oder? War das für dich, hast du dir das so vorgestellt, wie es jetzt ist? Weil nein, so wie du das mir gerade erzählt hast, hört es sich sehr, sehr belastend an. Es ist für mich überhaupt absolut nicht belastend. Für mich wäre es belastend. Also, wenn ich bin psychisch stark. Ich bin ja ein psychisch starker Mann. Und jeder, der das sieht, der weiß ja auch, in Düsseldorf die ganzen Neider und die Leute, die das gerade auch immer gucken, die auch immer mein Instagram gucken, ihr Hurensohn stirbt vor Neid. Ich habe so viel Geld gemacht. Ich habe so viel erreicht in meinem Leben. Mit eurem Neid, jeder Neider, der das gerade sieht, du Hurensohn, fick deine Mutter. Ich ficke deine Mutter, fick deine Frau und alle, stirb an deinen Neid, du Hurensohn, stirb an deinen Neid. Das ist es. Das war das perfekte Ende zu diesem Interview. Ja, sterbt an eurem Neid. Kann ich noch was sagen? Ja, sehr gerne. Ich will nur jemanden grüßen. Wen möchtest du grüßen? Ich möchte unbedingt Massiv grüßen. Okay. Massiv ist der Beste und er ist ein sehr, sehr guter Mensch und... Aber seid ihr nicht Konkurrenten jetzt wegen dem ganzen Shisha-Tabak? Das ist nicht mehr Konkurrenz? Massiv ist nie mein Konkurrent. Er ist immer die Nummer 1. Ich werde immer hinter den stehen, weil der war vor mir da, egal wie der ist. Und er ist einer, der von der Szene nie seinen Respekt bekommen hat und der von mir immer seinen Respekt kriegt. Massiv ist die Number One. Und ja, that's it. That's it. Das ist schön. Hi, Massiv. Okay.